Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße euch herzlich auf meinem Channel bei Icon zu einem neuen Motovlog. Heute bin ich unterwegs, wie es unschwer zu erkennen ist, auf der Kawasaki der Z57. Leute, ich hoffe, euch geht's allen gut. Das Thema, worüber ich heute mit euch sprechen möchte, oder allgemein, worum es heute gehen soll, wäre Motorradfahren allein oder in Gruppen. Aber bevor ich mit dem Motovlog anfange, habe ich eine rote Ampel, muss ich unbedingt tanken gehen, weil ich habe hier noch zwei Striche. Ich drehe hier ganz eine entspannte Abendrunde. Ihr seht es, die Leute fahren Cabrio, es ist Bombenwetter. Wir haben irgendetwas mit über 25 Grad hier. Also da ist nicht viel mit Frühling, das ist gleich schon Sommerzeit. Die Sonne steht noch ein bisschen oben. Eigentlich wollte ich wieder nach Deutschland gehen, habe ich aber trotzdem nicht gemacht, weil ich doch noch heute ein, zwei Dinge erledigen muss und es mir sonst nicht reichen würde. Mache ich jetzt hier einfach eine kleine Tour in der Schweiz und in der Umgebung hier. So. Oh, Leute, bitte sieht es mir nach, wenn ich hier ab und zu so am Rumrotzen bin. Diese Pollen, die bringen mich um. Ich nehme da schon Medikamente, aber irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung, das braucht ein bisschen Zeit, bis das bei mir anschlägt. Oder ich weiß nicht, was da momentan am Blühen ist, warum ich da komplett am vor mich hin vegetieren bin. Des Weiteren muss ich auch sagen, ich war gestern echt lange auf, also ich bin erst irgendwie um 4, 5 Uhr morgens ins Bett gekommen. Deshalb denke ich mir, naja, werde ich heute wahrscheinlich ein bisschen reduzierter sein. Nicht, als ob ich jetzt hier irgendwie sonst besonders sportlich gefahren wäre. Hoppla. Ich muss auch mal gucken, ich weiß gar nicht, doch ich glaube, ich sollte da noch ein bisschen Cash haben. Sonst muss ich nämlich zur Tankstelle hier gehen, die mir das wechseln können. Fahre ich hier einfach kurz mal raus. 1,69. Das ist schon ganz okay. Gehen wir kurz mal gucken. Was sagt mein Portemonnaie? Mein Portemonnaie sagt, ja, das passt doch perfekt. Damit kann ich das Ding sicher füllen. So, wo mache ich das jetzt hin? Ich mache den einfach hier rein. So. Ja, Alter, das fühle ich natürlich auch richtig. Hier einen schönen Benz Cabriolet. Ist zwar kein AMG, aber trotzdem echt schön. Fühle ich absolut. Da steht immer noch der E39, der mir so gefällt. Und Leute, wie man es unschwer erkennen kann, ich bin auch wieder in Lederkombi. Ja, ich nehme mir das ein bisschen mehr zu Herzen, wenn man mir da sagt, dass ich Schutzkleidung tragen soll. Und ich werde es auch versuchen, Leute, aber es gibt halt einfach Situationen, wo es mir zeitlich und organisatorisch nicht reicht. Dann fahre ich halt einfach mit dem, was ich gerade anhab. Was jetzt aber, denke ich, auch nicht unbedingt die Riesenwelt sein soll. So. Mal gucken, wie viel Durst der Esel hat. Ja, das reicht gerade so. Perfekt.
Leute, das nenne ich mal perfekt voll. So. Schon wieder sehr elegant gelöst. Alter, ich weiß nicht, was in letzter Zeit mit mir los ist. Das letzte Mal, als ich da schon mit der S1000R unterwegs war, habe ich das Ding abgewürgt. Also entweder kann ich nicht mehr Motorrad fahren oder ich habe echt keine Ahnung mehr hier von meinen Bikes. So. Leute, es ist echt ein bisschen zu warm hier, um hier mit 30 durch diese Dörfchen hier durchzufahren. Deshalb werde ich jetzt hier gucken, ob ich mal hier über so einen kleinen Pass gehen kann, über so eine kleine Bergstraße. Sulzkopf heißt die. Mal gucken, ob ich da drüber komme. Dann könnte ich nämlich auf die Art und Weise hier zum Campen wiederkommen. Mal gucken. So, an der Stelle, Leute, ich hoffe, ihr habt alle gut in die Saison gestartet. Ihr seid alle fleißig unterwegs auf den Motorrädern, am Videos drehen, am Videos schauen oder einfach mit euren eigenen Bikes beschäftigt, eure Routen am Planen oder so wie ich jetzt langsam auch am Organisieren oder am Planen, wo man dann in die Ferien gehen könnte. Alter, der sieht einfach aus wie von Harry Potter. Wie wenn der frisch aus dieser Hogwarts-Schule gekommen wäre. Aber wieder zurück zum Thema, alleine fahren oder in Gruppen. Und zwar möchte ich da ein bisschen meine Ansicht dazu äußern oder mit euch teilen. Bin natürlich auch gespannt, was ihr dazu sagt, wie eure Ansicht ist. Ja, da hätte jetzt ich Vortritt, aber egal, kein Problem. So. Also bei mir ist das so, ich fahre beides gerne, alleine sowie in Gruppen, muss aber sagen, für mich alleine zu fahren ist eigentlich viel entspannter. Es macht natürlich in den meisten Fällen mehr Spaß, wenn man jetzt hier mit einer geilen Gruppe unterwegs ist. Für mich hat es dann aber immer diese Voraussetzung, dass die Gruppe oder alle die Motorradfahrer, die dabei sind, dass die alle mehr oder weniger auf dem gleichen Level sind. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Motorisierung, dass jetzt da nicht irgendwie nur Tausender mitspielen oder nur, keine Ahnung, A2-Maschinen oder so, also gedrosselte, sondern es geht mir mehr eher so um das Mindset. Also um die Einstellung, wie fahre ich mit der Gruppe, denn es ist halt für mich meistens halt so, dass wenn viele Leute miteinander fahren, dann sind das meistens auch Leute, die denselben Fahrstil haben, also jetzt zum Beispiel Tourenfahrer, die sagen sich dann, ja okay, heute unser Ziel, wir machen so und so viele Kilometer, wir gehen auf, über den Pass, machen dort eine Pause, so, so, so. Und dann fahren die eigentlich so mehr oder weniger immer in der gleichen Formation und dort gibt es dann vielleicht in seltenen Fällen mal den einen oder anderen, der den anderen überholt. Aber das hat immer so mehr oder weniger seine Struktur. Wenn das jetzt zum Beispiel so ist, dass da sehr viele, ich sage jetzt bewusst einfach mal jüngere Fahrer dabei sind, die jetzt vielleicht noch nicht so die Routine haben und vielleicht noch ein bisschen das junge Temperament mitspielt, dann kann das schon vorkommen, dass da der eine oder andere so ein paar waghalsige Manöver macht, was dann im Endeffekt halt der ganzen Gruppe schaden könnte. Ich denke, es gibt mehr als genug Videos dazu hier im Internet. Ich habe da viele schon von Amerika gesehen, wo da fahren ja hunderte von Bikes miteinander, machen da die heftigsten Wheelies und weiß nicht was alles. Aber kann natürlich sehr schnell in die Hose gehen, weil wenn der erste stürzt, dann ist der nächste, der hinten dran ist, fast nicht mehr in der Lage, richtig auszuweichen.
Daher finde ich es auch relativ wichtig, eigentlich immer so versetzt zu fahren. Das wurde einem ja so in der Fahrschule beigebracht und so. Klar, Umsetzung, Theorie und Praxis sind immer zwei Paar Schuhe, aber dennoch, ich versuche mir das auch immer so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten. Kurz hier gucken, Alter, der Boden ist hier echt mies. Der ist hier echt miserabel, Leute. Das schüttelt mich hier durch, ich kann fast nicht sprechen. Also auf jeden Fall für mich immer so ein bisschen in erster Linie eine Gruppenfrage. Also wie ist die Gruppe aufgestellt? Wenn jetzt zum Beispiel hier jemand ist, bei dem weiß ich, dass er sehr, sehr schnell fährt. Sehr zügig, würde ich jetzt mal sagen. Und dann habe ich jemanden, der sich halt noch gar nicht so getraut, weil er halt einfach vielleicht auch noch nicht so weit ist, so die Erfahrungen hat, noch oder einfach allgemein sich nicht so drängen lässt. Dann finde ich, ist das immer relativ schwierig, hier in der Gruppe zu fahren. Daher sage ich, ist es für mich natürlich leichter, wenn ich einfach sage, weißt du was, ich schwinge mich einfach selber aufs Bike. Ich drehe hier allein meine Runden. Nichtsdestotrotz, ich würde mich natürlich immer wieder freuen, wenn ich da in der Gruppe mitfahre, aber da passiert natürlich immer ein bisschen mehr. Aber im Endeffekt, naja, für mich ist das jetzt so natürlich relativ entspannt. Dann kommt der nächste Punkt dazu, und zwar wäre das Zeitdruck. Bei einer Gruppe ist das halt immer so ein Ding, ne? Dann ist der eine schon meistens früher bereit als die anderen. Der muss dann warten, ist dann schon wieder gestresst. Also ich habe bisher, glaube ich, noch kein Ride-Out erlebt, wo halt alle irgendwie zur gleichen Zeit am gleichen Ort waren. Irgendjemand kommt da immer nach oder ja, ist halt schwierig. Dadurch sage ich schon, irgendwie ist das halt, wenn man alleine fährt, schon ein bisschen angenehmer. Du musst dich nach niemandem richten oder so und kannst halt wirklich in deinem eigenen Tempo, in deinem eigenen Flow fahren. Und auch wenn du mal ein bisschen schneller oder langsamer sein willst, dann ist das auch kein Problem. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch diese Gruppen, die sich da relativ gut angepasst haben, und dann macht das natürlich schon richtig Laune. Also wenn du jetzt hier 3-4 Leute, auch wieder nicht zu viel, finde ich, hast, die da mehr oder weniger auf dem gleichen Level sind, dann macht das schon echt Laune. Wenn ihr da gemeinsam fahren könnt, ist natürlich auch immer cool, wenn du da irgendwie einen Kollegen auf dem Bike siehst und ihr vielleicht auch mal die Bikes tauschen könnt oder so, dann siehst du dein eigenes Motorrad mal am Fahren. Das war für mich so das erste Mal, als ich das meinem Bruder gegeben habe und ich mein Motorrad gesehen habe, wie das so auf der Straße aussieht. Da bist du, also ich sag das jedem, der das schon gemacht hat, Leute, ihr kennt es, du bist einfach verliebt in das Ding. Also da pure Nostalgie. So, also Leute, fragt euch echt nicht, warum ich jetzt hier hochgefahren bin. Das soll nicht irgendwie eine Empfehlung sein für eine Motorradtour, aber ich wollte einfach halt nicht wieder durch die Stadt fahren. Also Leute, wir haben hier einen ziemlich entspannten Motovlog hingelegt. Ich weiß, ihr habt jetzt vielleicht ein bisschen mehr davon erwartet, keine Ahnung. Aber ich dachte so, Leute, das Wetter ist perfekt. Ich nehme euch einfach ganz entspannt mit. Haut in die Kommis, wenn euch was einfällt. Fahrt ihr gerne allein oder lieber in Gruppen? Was ist eure Meinung dazu? Ansonsten, ich bin raus, Leute. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bye.